Leute, der verrückte Büchsenmacher kann uns mal. Willkommen zurück. Wir wollen weiter ballern. Flotte, aber zack. Lass mich mal Flottenschießen probieren. Mach dich bereit. So, in der ersten Runde müssen wir 5 treffen, in der zweiten 6, in der dritten 7. Und der wirft dann auch noch Bomben rein und wirft schneller und so. Das ist so eine richtig linke Ratte. Kacke. Ist doch gar nicht mal so schlecht am Laufen. Gut, wir haben zweimal verkackt, ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt kommen super. Die Bomben. Pass auf, jetzt erhöhen wir die Schwierigkeit. Ich werf dir ein paar Bomben rein. Die solltest du besser nicht treffen. Und weiter. Na, dann wollen wir mal. 6-mal muss ich treffen. 1. 2. 3. 4. Daneben. 5. Daneben. Daneben. 6. Daneben. Unglaublich. Gut, nächste Runde. Jetzt müssen wir 7 treffen. Und jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um alles. Das stimmt wohl. Auf die Bomben achten. Bisher hast du noch keine geworfen, du Arsch. 1. 2. 3. Daneben. 4. 5. Oh, das war eine Bombe. 6. Einmal noch. 7. Sehr schön. 8. Zack. Jetzt will ich mein Gold sehen. Hey, gut gemacht. Du hast die Flotte versenkt. Sowas aber auch. Dafür gibt's einen ordentlichen Batzen. Oh, wir durften das auch nur einmal machen. Gut, ich will nochmal normal schießen. Wirf mal was hoch. Mal sehen, ob ich es mal schaffe, alles zu treffen. Das wäre geil. 1. 2. Treue. 4. 5. 1 Schuss haben wir verkackt. Wir hätten fast alles gehabt. Ich will alles treffen. Alles. Okay. Hier. Du kriegst deinen Einsatz zurück. Ich möchte nochmal. Wirf mal was hoch. Das werden wir doch wohl schaffen, hier mal einmal alles zu treffen. Nee. Schieß doch. Mach ich. Zwei noch. Einer noch. Ja! So läuft das bei mir. Okay, du hast es drauf. Glückwunsch. 250 Gold erhalten. Ich danke dir dafür. Jetzt gehen wir aber mal weiter durch die Gegend und schauen uns mal um, was es hier noch so gibt. Aua. Wer bist denn du? Hey, Flanagan. Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Okay. Das hat sich gelohnt. Und direkt mal was geklaut? Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Affen brauche ich nicht. Ich kann selber klauen. Was hast du für Tricks? Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Was hast du denn? Oh, ist das alles teuer. Schmutzige Tricks. Ja, was sind denn so schmutzige Tricks? Zeig mir ein paar schmutzige Tricks. Du musst immer wissen, gegen wen du kämpfst. Eine Handvoll Sand kann dir den entscheidenden Vorteil bringen, aber leider wirkt das nicht bei jedem Gegner. Einige Gegner sind immun gegen diesen Trick. Werd's mir merken. Ach ja, wenn du die Möglichkeit hast, an Salz zu kommen,
Das wirkt wesentlich besser als Sand. Aha. Also mit anderen Worten, dein Zeug ist zum Kotzen. Zeig mir deine Ware. Ja, du hast doch Salz. Brennt in den Augen und wirksamer als Salz. Ja, ach nee, das ist mir klar. Du hast auch Klamotten, ne? Oh ja, eine Spitzhacke. Die nehme ich mit. Haben wir was zum Verkaufen? Weil viel haben wir ja jetzt nicht gefunden gehabt. Nö, haben wir aktuell nichts weiter. Aber wir haben eine Spitzhacke, das zählt schon. So, der ist unachtsam. Das wird bestraft, indem ich bei dem einsteige. Und mitnehmen, was ich will. Zum Beispiel die Kugeln und die Goldbrocken. Und den Käse. Und ab ins Bett bis zum nächsten Morgen pennen. Dann ist es heller und wir können uns weiter im Piratennest umschauen. Ich kann Langfinger nicht ausstehen. Verstehen? Komm mal rein. Ich warne dich, steck die Waffe ein. Ich bin bei dir. Gut gemacht. Das gibt Ruhmpunkte. Zum Clown hat der sonst nichts weiter. Vielleicht hinter der Hütte noch ein paar Pflanzen? Kann das sein? Nee. Schade. Ist aber ein schönes Schiff hier. Oh, das ist Stahlbart. Das sieht man sofort. Stahlbarts Schiff. Ich gehe mal hier oben lang. Bin ich denn jetzt gelandet? Ja, ist ja gut. Also hier darf ich nicht rein. Gut. Ein Hut? Was ist das für ein blöder Hut? Ich hab einen Hut, Patty. Und ich komme hier nicht rum, Patty. Müssen wir ernsthaft hier ganz außen rumrennen, nur um runterzukommen? Na also, hör mal. Der liegt immer noch rum. Na, soll er mal rumliegen. Das ist mir relativ schnuppe. Ach, bei dem waren wir ja auch noch nicht in der Bude. Patronenbeutel. Schrotmunition. Patronenbeutel. Karaffe. Hier gibt's nichts für dich zu holen. Es tut mir total leid. Aua, der schießt auch. Menschenskinder, immer klopp ich mich mit irgendwem. Ich alter Schläger. Wo geht's hier hin? Ach, hier geht's nach oben wieder. Okay, gut. Wir wollen ja aber weiter hier rumgucken, Mensch. Menschenskinder. Wollen wir erstmal hier direkt durchgehen? Piratennest gefunden, schon wieder? Wie oft soll ich denn das noch finden? Patty! Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber... Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold da gelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davon kommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Natürlich will ich mit. Ach so, was, der ist nicht so geübt als Vater, hä? Willkommen an Bord! Was geht mit den Schatten da hinten ab? Wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich. Kann er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe,
hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich schwöre auch. Das lassen wir mal schön bleiben. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist meine Tochter. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. Worauf trinken wir? Auf die Schätze dieser Welt. Darauf trinke ich. Und was ist jetzt mit mir, Hörber? Ich kratz mich schon am Hintern vor Langeweile. Was ist eigentlich mit deinem Schatz? Der ist gut versteckt. Okay. So, du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanenharpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Was weißt du denn über Mara? Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanenlords. Und der, der zurzeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanenharpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Sacarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Durch den Dschungel. Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du damit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Ach komm schon. Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum aufs Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Das ist leicht. Du bekommst keinen Rum? Ei, Boos, der alte Saufkopf, rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sage ich dir, ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich nicht ablegen. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Dachte ich mir. Wir sind ja noch eine Weile da. Lass dir was einfallen. Beeindrucke mich. Ich hab noch was, das dich überzeugen könnte. Ich hab den Schatz von Pete gefunden. Gut. Du kannst also eine Karte lesen. Ich hab eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Na gut. Worauf trinken wir? Auf die See. Und allzeit ein schnelles Schiff. Darauf. Hast du was an Bord, das ich klauen kann? Ich will doch nur ein bisschen was klauen. Ist denn das so schlimm? Der hat ja überhaupt nichts zum Einfriemeln, hör mal. Nicht mal die Kanonen darf ich benutzen, um die Bevölkerung zu tyrannisieren. Na sowas. Worauf trinken wir? Geh ich halt wieder. Während die sich einsaufen. Jetzt habe ich meine Patty verloren. Jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Fantastische Sache das. Na gut, sehen wir uns mal weiter um. Hey, 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 warte mal. Was trägst du denn da für einen Hut? Das ist mein Hut. Mein Glückshut. Den habe ich gefunden. Und ich habe ihn verloren. Also, gib mir meinen Hut zurück. Ganz, ganz, ganz ruhig. Was zahlst du denn? Ein Finderlohn steht mir ja wohl zu. Ha, dir steht gar nichts zu. Gib mir meinen Hut. Der Hut gehört jetzt mir. Dann kämpf mit mir darum. Auf geht's. Kämpfen wir. Dann mal los. Ja.
Na, mein Freund. Ich warne dich, ich bin auch Pirat. Ich kämpfe dreckig, wenn es sein muss. Oh, der auch! Und erledigt. Blöder Morris hier. Ich habe selten jemanden erlebt, der wegen einem Hut so fest zugeschlagen hat. Es ist halt ein Glückshut. Und Glück kann ich gebrauchen. Ja, es ist ein guter Hut. Auch ich habe ihn in einem Kampf gewonnen. Also, was soll's. Jetzt gehört er dir. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Das ist gut. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Boos sitzt auf seinen Rumpfvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Tschä. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Willst du noch mal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber... ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Ach, das krieg ich schon hin. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kaufe dir deinen Plan ganz sicher nicht ab. Ich bezahle doch nichts dafür, klauen zu dürfen. Wer bin ich denn? Hi, hey, Curtis. Was machst du hier? Ich will bei Stahlbart anheuern. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Boos und hol dir einen Rum. Ey, ich wollte doch hier. Was kannst du mir über Boos erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Boos ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Nein. Gut, also mit Curtis ist es nicht gut Kirschen essen. Wir gehen mal in die Kneipe rein, mal gucken... was hier so vor... Oh, guck mal, Holly. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Oh. Nette Ausbeuter. Warte mal. Wir kennen uns noch gar nicht. Nee. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. 100 Goldstücke. Ist klar. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey, wie du deine Zeit mit ihr verbringst, ist nicht mein Problem. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. Ganz ruhig. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Grog. Jetzt habe ich Proviant gegessen, ohne es zu wollen. Wieso wollen sich hier immer alle mit mir kloppen? Und Ruhe ist. Menschenskinder, lasst mich doch alle mal in Frieden. Blöder Hank. Schön, vergessen wir das mit der Kohle. Das hat sich gelohnt. Dafür gibst du mir jetzt noch ein bisschen Kohle, mein Freund. Ich danke dir. Hast du nichts zu tun? Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit.
Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Pete ist tot. Wirklich? Er war so ein großer Mann. Sowas, lieber Stahlbart, frage ich jetzt nicht. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Aha, ich kann hier ein bisschen was. Aha. Hast du für den Anfang ein paar Tipps für mich? Ach, herrje, ich soll dir beibringen, wie du jemanden überredest? Normalerweise ziehe ich mir einen heißen Fummel an und mache demjenigen große Augen. Das können wir bei dir ja wohl vergessen. Ich denke schon. Einen Tipp wirst du für mich doch wohl haben. Na gut. Also, das Wichtigste ist, dass dein Gegenüber dir vertraut. Sobald er Angst hat, kannst du es vergessen. Werd's mir merken. Danke dafür. Wie werde ich überzeugender? Die kleinen Tricks, um die meisten da draußen zu überreden, kennst du schon. Du solltest noch mehr an deiner Mimik arbeiten. Deine Augen verraten noch zu oft deine wahren Absichten. Okay. Ich bin noch nicht gut genug. Da bin ich noch nicht gerissen genug für. Gut, Leute, dann machen wir für heute Schluss und beim nächsten Mal weiter, oder was?